Hi Leute, ich bin der Dave und ich freue mich, euch heute zu einem echten Highlight begrüßen zu dürfen. Ich bin nämlich gerade angekommen bei der VWR Gravel Experience. Die VWR Gravel Experience, was ist das? Wie man vielleicht hier so hinter mir schon erkennen kann, geht es da um Berge, genau gesagt um einen Alpencross in drei Etappen und zwar für Gravelbikes. Also die Macher haben die Strecken super für Gravelbikes angepasst, hoffe ich zumindest. Ich werde es sehen in den kommenden 3 Tagen. Und los geht's hier in Biberwir auf der österreichischen Seite des Zugspitzarchivs, Archivs, Massivs natürlich. Und die dritte Etappe endet dann in Brixen in Südtirol. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ich hier dabei sein darf und bin auf jeden Fall gespannt, was die kommenden 3 Etappen so an Erlebnissen bieten und was auch so drumherum alles geplant und gemacht ist. Da haben sich die Veranstalter schon echt viel Mühe gegeben laut dem Programm und auch hier das Hotel, muss ich sagen, ist top ausgesucht. Es ist ein Hotel für Biker von Bikern. Also man kann ja sogar mit dem Rad direkt über eine Rampe ins Zimmer fahren, ist alles kein Stress. Ich mache dazu vielleicht gleich noch ein paar Aufnahmen und dann ja, kriegt ihr auch einen Eindruck von der Tour. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ja, roll on. Ja, hier sieht man jetzt auch nochmal, wie es hier im Inneren ausschaut. Wie man sieht, man kommt, kann und darf über die Rampen hochfahren mit dem Rad bis aufs Zimmer. Und zentral da unten ist dann die Lounge und ja, noch ein paar andere Räume, um es sich gut gehen zu lassen. VW Gravel Experience am Start, yay! Während ich hier durchgehe, sieht man dahinter, das ist nicht das Zugspitzmassiv, nein. Das ist nämlich da links hinter den Bäumen. Ja, jetzt ist es knapp nach 18 Uhr und jetzt kommt auch die Sonne ein wenig raus. Ja, einfach geil. Alpen, sehr, sehr geil. Hi. Hallo. Wir kennen uns schon. Ein wunderschönes Stück Radkunst. Ich fahre mit. Und hier ist der Künstler himself. Ja, der Fahrer. So, jetzt geht der angenehme Teil los. Wir sitzen hier in der Lounge. Und ja, es gibt ein wenig was zu essen. Und die Strecke für morgen wird vorgestellt. Und weitere Informationen. Schöne Atmosphäre. Alles sehr, sehr geil. Hi Leute, hier ist wieder der Dave und heute geht es dann los mit der ersten Etappe hier in Biberwir vom Hotel Mai Tirol aus nach Seefeld. Vielleicht eine kurze Info, bei der VW Gravel Experience gibt es immer 2 Möglichkeiten zu fahren. Einmal die Classic-Variante, die ist ein bisschen härter, und die Light-Variante. Und in der Classic sind es heute 80 Kilometer bei 1600 Höhenmetern und in der Light rund 60 Kilometer bei 1200 Höhenmetern. Ich habe mich für die Light entschieden, weil ich nebenbei noch ein paar Foto- und Videoaufnahmen machen möchte und es auch noch relativ früh in der Saison ist. Aber ich glaube, auch die wird schon anspruchsvoll genug. Und ja, wie gesagt, die Strecke wurde uns gestern schon ein wenig vorgestellt. Ich freue mich tierisch drauf. Es wird sicherlich sehr schön. Und ja, ich werde euch versuchen, meine Eindrücke zu schildern. Viel Spaß! Vielleicht noch ein paar Worte zur Organisation. Wie man sieht, es ist wirklich top organisiert. Man kann hier sein Gepäck abgeben. Das wird dann zum nächsten Hotel weiter transportiert und es gibt für jeden Teilnehmer so einen kleinen Bag. Die sind hier drin. Dort kann man dann zum Beispiel ein Wechselunterhemd oder Trikot zur Mittagsstation bringen lassen. Also wie gesagt, top organisiert. Und hier ist das Fahrerfeld am Start. Kein Problem, alles authentisch. Ja. Gleich startet dann um 9 Uhr die erste Gruppe zur Classic. Ansonsten geht's dann gleich los. Ich sag noch ein bisschen was, wo ihr euch gleich einzufinden habt. Okay, alles klar. Das ist der Wachhund hier.
Jetzt hier kurz nach der Hälfte des Aufstiegs zur, wie heißt die Alm? Geißalm, glaube ich. Geißalm. Es sind noch einen halben Kilometer und dann fahren wir runter. 1000 Kilometer noch, sagt unser Guide. Okay, nach oben. Auf jeden Fall haben wir eine super Aussicht. Einfach schön, ja, wunderbar. Was will man mehr? Ein wenig peinlich, aber wie man sieht, fahren wir jetzt den steilsten Anstieg in der Leittour mit der Seilbahn. Jeweils eine Person, ein Fahrrad, mehr dürfen nicht. Und jetzt geht es hier, wie gesagt, den steilsten Anstieg hoch. Der Classic wird das nicht erspart. Die muss da irgendwo hochfahren, aber es ist ja tatsächlich asphaltiert. Also ich glaube, so schlimm wäre es eigentlich gar nicht gewesen. Also sieht jetzt von hier oben natürlich auch, sagt sich leichter als es ist. Es sind laut Streckenplanung durchgängig oder durchschnittlich 15% Steigung hier die Asphaltstraße hoch. Also es ist schon eine Hausnummer. Es sind irgendwie 350 oder 400 Höhenmeter auf 2,5 Kilometer. Ja, hier da wird es jetzt auch richtig steil. Also da sieht man es hoffentlich. Da zieht der Berg dann ordentlich an. Naja, aber wie gesagt, die Classic für die Genussradler, denen bleibt das erspart. Und das finde ich aber auch ganz in Ordnung, also so, dass man sich's aussuchen kann. Wie gesagt, ja, top. So, angekommen auf der Tiroler Alm, hätte ich fast gesagt, nee, beim Tiroler Haus. Geht es jetzt noch ungefähr 200 Höhenmeter nach oben, hat unser Guide gesagt. Und dann geht es durchs, wie heißt das Tal? Geisttal, glaube ich, kann das sein? Oh, Klaus weiß es gerade auch nicht, aber egal, ich nenne es jetzt einfach mal Geisttal, ob es so heißt. Können wir euch hier unten einblenden. Und ja, dann quasi eigentlich im Grunde fast nur noch bergab zurück mit kleinen Wellen dazwischen. Also das wird jetzt nochmal ein Stück zum Genießen, sage ich, wo wir relativ entspannt rollen können. Und ja, und dann dürften wir auch angekommen sein am Ziel der heutigen Etappe. We'll be right back.
Ende der zweiten Etappe angekommen in Seefeld. Gibt es wieder einiges geboten im Ziel. Eine Zieldurchfahrt, da bin ich allerdings schon durch. Ein Bike-Workshop und natürlich was zu essen. So, ich bin jetzt hier angekommen im Hotel Hochland am Ende der ersten Etappe in Seefeld. Und auch heute gibt es wieder ein Rahmenprogramm, diesmal im Bräustüberl. Da werde ich mich da gleich hinbegeben und dabei genieße ich hier noch ein wenig den Ausblick auf der Terrasse dieses schönen Hotels. Ja, und lass nochmal so ein bisschen die Etappe Revue passieren. Es war wirklich toll heute. Es gab eine wunderbare Abfahrt, die haben wir auch schön festgehalten. Also die war super, auch die Anstiege, die Wege, einfach top. Konnte man gut fahren, ich bin sehr zufrieden. Hallo, einen schönen guten Morgen zusammen. Ja, hi, guten Morgen. Mich kennt ihr schon. Neben mir steht der André. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal beim André recht herzlich bedanken. Der hat nämlich auch eine GoPro dabei und hat, glaube ich, gestern richtig geile Aufnahmen gemacht. Ich konnte es leider noch nicht anschauen, aber ich glaube, die sind richtig gut. Ja, heute erstmal, oder was geht's heute? Heute geht's von Seefeld nach Neustift im Stubaital. Und ja, ich bin schon gespannt, du auch? Genau, ich bin sehr gespannt. Also es sind ja einige Höhenmeter wieder zu absolvieren. Also von dem her, wobei es ja mit einer schönen Abfahrt anfängt. Genau. Ich glaube, danach könnte es hart werden, ja. Ja, naja, aber 1200 Höhenmeter, denke ich mal, sind schaffbar. Ist ein bisschen weniger als gestern. Das kriegen wir hin. Genau. Ja, ansonsten vielleicht noch eine kurze Sache. Du bist bis aus Dortmund angereist, oder? Genau, aus Dortmund, 700 Kilometer aus Dortmund, genau. Wow. Mhm. Genau. Krasse Geschichte. Wobei genau. Ich auch sagen muss, es sind viele Teilnehmer weit angereist, also die Gravel Experience hat schon irgendwo eine gewisse Range. Und ja, genug gelabert, gleich geht's los. Hau genau, mal rein. Schauen wir mal. Alles klar, bis dann. Tschüss. Fistbump. Ja, Gravel Bike Experience. Und auch hier gibt's den U-Turn und dann einmal durch die Fußgängerzone von Seefeld. Bitte die Kreditkarten stecken lassen. Nicht in den Läden einkaufen, fahren Sie einfach weiter. Seefeld ungefähr 56 Meter runter ins Inntal, jetzt sind wir auch irgendwo im ganzen Nähe Innsbruck. Jetzt 7 Kilometer lang nach oben. Markt und Bereich. Naja, schauen wir mal. Die Gruppe freut sich. Gut, ich hoffe, man hört es durch den Wind. Wir haben jetzt eine Baustelle auf Asphalt umfahren, ungefähr 200 Höhenmeter. Kommen jetzt hier in Rangen an, einem wunderschönen Bergdorf. Und ja, da biegen wir jetzt ab, versuchen wieder auf die Strecke zu kommen. Weiß nicht, ist hinter uns noch jemand? André ist noch am Start. Ich drehe mich mal um. Die Spitzenleute, ja, da sind auch natürlich ganz vorne. Wobei, wer sind die da vorne? Also die haben wir schon überholt, aber das sind Fremde. Wir haben ja nochmal auf die Karte geguckt, ob wir richtig sind.
seid von rechts irgendwie hochgefahren und wir sind die Straße hoch. There's two. Yes. Oh, okay. Ja, Pavement. Es kommt niemand. Du hast aber nicht mein schlechtes Englisch jetzt noch mitgenommen, ne, oder? Yeah. Doch. Of course. Of course, yeah. Der Weg ist natürlich jetzt auch ein Traum irgendwie, mit der Aussicht. Also richtig geil. So, wir dürfen jetzt eigentlich gleich ankommen in unserem Zielort in Neustift im Stubaital. So sieht's ja aus. Eine herrliche Gegend. Da hinten ist die Gruppe und da vorne sind noch ein paar. Irgendwo da vorne ist unser Hotel. Und ich sehe schon wieder strahlende Gesichter, die mit der Sonne hier um die Wette strahlen. Ich hoffe, es war genauso wie euer Gesichtsausdruck. Hey. Das jetzt, ja. Ja, also an Hunger stirbt, glaube ich, niemand. Ja, an Übergewicht. Auf der Tour ist gerade noch niemand gestorben. Frei. Ja, die zweite Etappe war heute ein bisschen asphaltlastig. Siehst du das auch so? War ein wenig sehr asphaltlastig, ja. Aber trotzdem, also landschaftlich gesehen wirklich geil, oder? Ja, geil. Gerade am Inn entlang zu fahren war geil. Ja, ja. Definitiv. Hellblaue Wasser. Ja, sehr schön, ja. Die schöne Schotterabfahrt wie gestern hatten wir leider nicht. Dafür eine sehr steile Abfahrt, Materialverschleiß pur. Aber trotzdem eine schöne Etappe, super Ausblick. Würdest du einen Stuhl da? Ja, wollte ich dich nur irgendwas fragen. Wie schmeckt es? Nee, ja, mir schmeckt es immer noch ganz gut, würde ich sagen. Ich habe die 2 Kilo Kaiserschmarrn dann auch gleich weg. Also 2000 Kalorien verbraucht, 4000 zu 4000 reingeladen, ja. Das ist Sport. Das ist ein Lehrbuch. Morgen ist wieder Rückwärtsfahren angesagt. Ja, genau. Mhm. Nee, schön. Last Fistbump. Jetzt weiß ich, was es ist. Da. Ja. Die Älteren haben es jetzt geschnallt. Ja, hier. Ja, du bist doch schon über 50. Bin schon über 50, genau. Also Radfahren, ein Sport oder die Gravel Experience. Eine Veranstaltung für die Best Ager. Silver Ager. Schönen guten Morgen! Heute geht es auf der dritten Etappe der VWR Gravel Experience von Neustift im schönen Stubaital nach Brixen in Südtirol über den Brenner. Das Wetter ist heute leider etwas durchwachsen, soll dann aber in Südtirol besser werden. Und auf der Leitetappe wird es auch höhenmetermäßig halbwegs entspannt. 800 Höhenmeter, ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Meine Mitstreiter Martina und Jürgen sind auch im Auto. Wir haben in einem separaten Hotel übernachtet, weil im eigentlichen Hotel die Plätze leider schon voll waren. Aber das macht nichts, das ist wirklich top organisiert. Wir haben einen eigenen Shuttle, der bringt uns jetzt zum Start. Martina, du fährst mit einer 4036 Übersetzung. noch. Ich habe mir heute einen Rad geliehen. Aber ich muss sagen, also, du hast die jetzt wacker durchgeschlagen damit, oder? Ja, bisher ja. Geklappt. Das Wetter war auch immer top. Wir sind auch oft, die Anstiege waren ja oft noch asphaltiert, Gott sei Dank. Ja, trotzdem, also wirklich Respekt, 40, 36, ich hätte es nicht gepackt. Von daher bin ich ganz froh, dass es heute nur noch 800 Höhenmeter sind. Ja. Jürgen, möchtest du noch was zu der Etappe sagen? Laut sprechen. Du meinst mich? Nein. Ich bin nicht Jürgen, ich bin also, Sebastian. Meine ich doch, ich meine dich doch. Ja, Name, ne? Genau, ja, das ist das. Ja. Entschuldigung, Sebastian, sorry. Aber Jürgen, du darfst auch was sagen. Du darfst beide was sagen.
was euch einfällt. Wenn ich was sagen darf, dann sage ich, ich bin heilfroh, wenn es heute vorbei ist. Okay, ja, ich bin. Also es macht riesig Spaß, aber ich bin dann echt auch froh, wenn ich es gepackt habe. Ja, wir packen es aber, oder? Na klar. Chaka. Auf jeden Fall. Ey, das ist auch das Schöne, wenn man dann nach den drei anstrengenden Tagen, nach der letzten Etappe ins Hotel einkehrt, glaube ich, geht es uns allen gut. Dann lassen wir es uns auch nochmal mit Verpflegung gut gehen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf den heutigen Tag und los geht's. Ich fahre auf jeden Fall vor ihr. Das kann ich mir nicht angucken. Unser Guide Martin hat aufgerüstet. Heute will er vorne bleiben. Es wird ihm nicht gelingen. Ja, der Mensch ist immer noch wichtiger als das Material. Hä? La Brennero. Der richtige Facelifting ist das, gell? Das schiebt nochmal schön die Falten zurück. Da arbeiten wir. Ja. Nicht auf die Meter zu West, bitte. Ja, ist schon schön zu fahren. Ja, ne? Schon mal unterschiedlich. Thank you.
Die Volkswagen Air Gravelbike Experience ist für euch, was die reine sportliche Seite angeht, beendet. Aber wir haben natürlich noch viel mit euch vor, inklusive der Abendveranstaltung heute. Also schön, dass ihr hier angekommen seid. Gleich gibt es dann wie an jedem Abend noch eine kleine Abendveranstaltung. Da bin ich schon sehr gespannt drauf und natürlich sehr, sehr gutes Essen. Es ist Zeit, vielleicht mal ein kleines Fazit zu ziehen an dieser Stelle. Wo wir schon gerade beim Essen sind, das Essen war wirklich über alle drei Tage jetzt wirklich super. Also mein Highlight war so ein bisschen das T-Bone Steak von der Wollsau. Also das war wirklich grandios, aber auch die anderen Menüs und so weiter, also waren wirklich top vom Feinsten. Also sehr, sehr lecker und also fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Vielleicht dann noch ein paar Infos am Rande, wie das so abläuft. Man hat immer eine Einkehr mittags. Da gibt es meistens ein relativ einfaches Gericht, sodass man dann den Rest der Etappe auch noch übersteht. Nichtsdestotrotz, also einfach, aber lecker, auch mit Salat. Und am ersten Tag nicht, aber die anderen zwei Tage war auch immer eine Suppe dabei vorher. Und ein kleines Dessert gibt es dann auch noch. Und wie gesagt, am Abend im Ziel wird man dann nochmal mit einer Kleinigkeit verpflegt und abends dann bei der Abendveranstaltung nochmal so richtig. Also das ist wirklich, da kriegt man was fürs Geld, das ist top organisiert, das ist schön. Und ja, die Hotels waren jetzt auch immer alle sehr gut. Ich meine, die Teilnehmer werden teilweise in verschiedenen Hotels untergebracht, weil es einfach organisatorisch nicht anders geht. Ist klar, es waren jetzt 60 Teilnehmer und die alle für einen Tag in einem Hotel unterzubringen, ist schwierig und deswegen ist es eigentlich schon gut, wie das Plan B gemanagt hat und die Leute wirklich ortsnah in, meistens viele in einem Hotel und dann noch ein paar in externen Hotels untergebracht hat. Und wenn doch mal eins weiter weg war, dann gab es auch einen Shuttle-Service, aber meistens sind die in der Nähe. Ja, wie gesagt, so viel vielleicht ein bisschen zum Drumherum der Gravel Experience, wie sich das so aus der Sicht eines Teilnehmers dann anfühlt. Ansonsten, die Teilnehmer, wie gesagt, waren alle sehr nett, also wirklich coole Leute unterwegs, hat keinen Stress gegeben, es war alles immer super entspannt, super easy, locker, haben viel gelacht, auch unterwegs und die Guides sind auch toll, also sehr kompetent und kennen sich aus und schauen dann auch nach dem Rechten, wenn irgendwer mal hinten dran hängt und so. Was soll ich noch sagen? Weiß ich nicht. Mir fällt jetzt nicht mehr so viel ein. Falls doch, dann reiche ich es noch nach. Wie gesagt, ich gehe jetzt dann gleich nochmal zur Abendveranstaltung, zum Essen. Wünsche euch schon mal auf diesem Wege auch alles Gute. Vielleicht sieht man sich ja dann mal in den nächsten Jahren hier bei der VWR Gravel Experience. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao. Alle gut in Brixen angekommen sind und dass es soweit alle freudestrahlend sind. Ja, ich wollte mich eigentlich nur noch einmal bedanken im Namen Plan B, dass ihr bei der Premiere dabei wart und auch so fleißig immer dabei mitgeradelt habt. Und ja, es war einfach toll, immer die lächelnden Gesichter am Ziel zu sehen und diese Freudenstrahlen auch für die Strecke. Auch nochmal danke an das Guide-Team und danke an das ganze Team von Plan B, das einfach das Ganze möglich gemacht hat. Und vielen, vielen Dank für euch an alle Teilnehmer, die einfach dabei waren an der Premiere und sich getraut haben, die Premiere mitzunehmen. Ich hoffe, wir können euch alle dann hoffentlich nächstes Jahr wieder begrüßen.